Hallo, liebe Jungfrauen, herzlich willkommen zu eurem allgemeinen Reading über den November 2022. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr erfreut euch beste Gesundheit. Natürlich könnt ihr euch nach wie vor gerne die Karten etwas genauer anschauen, die ich in meinen Readings verwende, liebe Jungfrauen. Ihr findet dort ebenso Social Media Links sowie auch Info- und Special Videos, die ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Alles aufgelistet unterhalb von diesem Video in der Infobox. Ihr findet dort auch euer aktuelles Jahresreading sowie auch das weiterführende Reading über diese Legung hier. Könnt ihr euch dort im Resonanz- und im Interessensfall des Hauptreadings natürlich ebenso gerne ansehen. Müsst ihr nach wie vor nicht und ansonsten starten wir mit eurem Reading. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in den November 2022 meiner Jungfrauen. Milch und Honig. Milch und Honig, liebe Jungfrauen, ist eure Hauptenergie für diese Zeitspanne. Bei Milch und Honig geht es um Glück, es geht um glückliche Umstände, es geht um Zufriedenheit, die Erfüllung von Bedürfnissen, die euch hier potenziell gewährleistet wird. Man sieht hier dieses Elefantenbaby in dieser Schüssel voller Milch und Honig hier baden, sichtlich glücklich, sichtlich fröhlich fühlt es sich hier. Definitiv auch mit diesem Regenbogen können glückliche Umstände dargestellt sein, Glücksgriffe, Glücksmomente natürlich. Alles in allem eine sehr positive Hauptenergie, über die ich natürlich noch etwas mehr jetzt im Hauptreading erfahren möchte. Die Zahl 51 könnte eine Zahl von größerer Bedeutung für euch sein, vor allem vielleicht im November, vielleicht auch generell natürlich, kann auch die 5 sein, kann auch die 1 sein, möglich ist auch die Quersumme 6, das wisst ihr natürlich selbst besser als ich. Auf jeden Fall ist Milch und Honig eure Hauptenergie. Liebes Schicksal, bitte gib mir weitere Einsicht in den November 2022 meiner Jungfrauen. Das ist der Teufel. Interessant, dass der Teufel hier gleich die erste Karte ist. Er deutet auf einen eher negativen Umstand hin, auf einen frustrierenden, möglicherweise aber auch verletzenden Umstand, der wahrscheinlich in einem ganz bestimmten Bereich für euch vorrangig zugegen ist, liebe Jungfrau. Der Teufel kann für Ängste stehen, für Zweifel, für Sorgen, für Anhaftungen, Eingeschränktheit, Unfreiheit, Negativität, generell auch so etwas wie Pessimismus und Schwarzmalerei kann darin verzeichnet werden. Der Teufel hat sehr viele negative Deutungsvarianten. Ich muss ihn definitiv noch genauer eingrenzen, um ihn konkreter deuten zu können. Wie geht es weiter? Das ist die 4 der Schwerter. Das ist schon mal nicht verkehrt, denn die 4 der Schwerter ist eine der drei ganz klassischen Heilungskarten im Tarot. Es gibt den Stern, es gibt die Mäßigkeit und es gibt die 4 der Schwerter. Alle drei sprechen von der Heilung und die 4 der Schwerter neben dem Teufel, das scheint eine Art Besserung zu werden. Da scheint es bergauf zu gehen. Die 4 der Schwerter ist vorrangig mentale Heilung. Es ist diesbezüglich dann davon auszugehen, dass viele von euch tatsächlich im Kopf oder in den Gedanken sehr schwarzmalerisch unterwegs sind. Möglicherweise bereitet euch etwas Kummer, etwas Sorgen, etwas lässt euch zweifeln. Ich gehe dann eher vom Physischen weg tatsächlich. Also es wird hier eher weniger dann um die Gesundheit gehen in Form einer Krankheit oder eines körperlichen Leidens. Es scheint hier tatsächlich eine ganz bestimmte Angelegenheit präsent zu sein von euch, die euch so etwas wie Kopfzerbrechen bereitet. Mit den 4 der Schwertern scheint es hier aber auch tatsächlich zu einer Ruhephase kommen zu können. Da können viele von euch vielleicht einmal abschalten, beziehungsweise kann es hier auch natürlich ganz bestimmte Menschen geben, die euch beruhigen, die euch trösten, die euch Hoffnung bescheren. Das kann noch in vielerlei Varianten hier abfolgen, werde ich mir ebenso noch genauer anschauen. Auf jeden Fall ist eine Besserung in Sicht diesbezüglich. Wie geht es weiter? Das ist der Page der Stäbe. Der Page der Stäbe, eine Hofkarte im Feuerzeichen. Er wird meistens auch der Abenteurer genannt. Es ist eine Art Freigeist, ein Freimüter, jemand, der umherzieht, viel erleben möchte, der sehr neugierig ist, dem vieles interessiert, eine sehr begeisterungsfähige Person ist hier abgebildet.
Das könntet ihr sein, das könnte aber auch ein ganz bestimmter Bezugsmensch sein. Ihr werdet eher in den Hofkarten im Erdzeichen dargestellt. Allerdings könntet ihr natürlich auch ein Gemüt wie der Page der Stäbe besitzen. Wie geht es weiter? Das ist die Acht der Schwerter. Die Acht der Schwerter ist der ganz klassische Zerdenkermodus, der Gedankenkreis. Ich spreche hier von dieser Karte auch gerne von Gedankenirrgärten, in denen man sich oftmals verlaufen könnte. Es scheint hier tatsächlich mit der Spiegelung vier Schwerter, acht Schwerter eine Art Auf- und Ab-Energie geben zu können. Mal bereitet euch eine ganz gewisse Angelegenheit große Probleme, große Sorgen bzw. Kopfzerbrechen, wie man es im Teufel auch schon anfangs sah. Und auch hier mit den Acht der Schwerter nochmal sieht. Allerdings gibt es hier von Zeit zu Zeit ganz bestimmte Ruhephasen. Es gibt hier definitiv wahrscheinlich eine Regelmäßigkeit, liebe Jungfrauen, die euch immer mal wieder Kopfzerbrechen bereitet, dann aber wiederum nicht mehr Kopfzerbrechen bereitet. Und zwar dann, wenn ein ganz bestimmter Faktor gegeben ist. Ich könnte mir hier noch mehreres vorstellen tatsächlich, aber ich möchte die Karten noch etwas genauer eingrenzen, um da etwas konkreter werden zu können. Hier zerbricht man sich definitiv den Kopf über etwas, hier geht man viele Gedankenwege durch, sagt man wahrscheinlich in der Hoffnung auf eine ganz bestimmte Erkenntnis, auf eine Einsicht, auf eine Lösung. In den wenigsten aller Fällen schafft man es aber tatsächlich dann in diesen Achter-Schwerter-Modus auf eine Lösung zu kommen. Wie geht das weiter? Das ist der Stern. Der Stern ist, ich habe es hier, glaube ich, auch schon angesprochen, bei den Vier der Schwertern erst eine ganz klassische Heilungskarte, sowie auch die Vier der Schwerter, sowie auch die Mäßigkeit. Und der Stern spricht hier eigentlich eher von einer Art Ruhe, von einer Art Balance, möglicherweise aber auch eben eine Klarsicht oder eine gedankliche Klarheit, kann man auch dazu sagen. Wir sehen hier sehr, sehr deutlich eine Regelmäßigkeit, liebe Jungfrauen. Wir haben hier den Teufel eher negativ mit der Folgekarte, den Vier der Schwertern, Heilung. Wir haben hier die Acht der Schwerter eher negativ, dann die Folgekarte, die Heilung. Ein Auf und Ab könnte man sagen. Und zentral zwischen diesen Karten liegt hier der Page der Stäbe. Ich nehme an, dass es sich hier um einen Menschen handelt, nicht unbedingt ihr, liebe Jungfrauen, aber ein ganz bestimmter Mensch, der euch immer mal wieder Kopfzerbrechen bereitet, über den ihr immer mal wieder nachdenkt, beziehungsweise dessen Taten oder dessen Worte euch immer mal wieder in eine Art Up-and-Down-Phase versetzen könnten. Man könnte hier von einer Art heiß und kalt sprechen. Das kann dann der Fall sein, wenn dieser Mensch und ihr eine ja, mögliche liebestechnische Absicht zu diesem Menschen hegt, sprich, wenn ihr euch hingezogen fühlt zu diesem Menschen. Dann könnte euch dieser Mensch mal sehr, sehr gut, sehr zuvorkommend, sehr aufmerksam behandeln und entgegentreten. Und dann wiederum anderen Tagen, ja, ist es so, als wärt ihr Luft, liebe Jungfrauen, als würde dieser Mensch sich überhaupt nicht für euch interessieren. Das ist mit diesem heiß und kalt gemeint. Und es scheint hier tatsächlich zu einer Art Auf und Ab schon länger gekommen zu sein zwischen euch und diesen Menschen, womöglich auch schon erst seit Kürzerem. Denn hier ist der Page der Stäbe. Das ist eher eine Person, die ihr nicht schon kennt seit 20 Jahren. Das ist eine Person, die viele von euch wahrscheinlich erst kennengelernt haben. Und dieses Erst ist natürlich zeitlich abhängig und Zeit ist bekanntlich fließend. Bitte, bitte bezieht das natürlich dann auf eure persönliche Situation. Interessant ist hier hinten ebenso der Tod. Der Tod steht für Veränderungen, er steht für Transformationen und in ein Auf und Ab, wie ich es euch gerade schon erklärt habe, eine Veränderung und eine Transformation reinzubringen, ist häufig tatsächlich ein Anliegen. Man sucht hier, wie schon gesagt, die Balance, man sucht hier eine ganz gewisse Erkenntnis. Beziehungsweise will man natürlich für Klarheit sorgen. Man will wissen, wo man steht. Man will wissen, was Sache ist sozusagen. Das ist hier auch mit dem Stern sprechen von der Klarheit. Auch das ist übrigens eine Glückskarte, so wie es die 9 und die 10 der Kirche wären. Und ich meine tatsächlich, dass man hier einfach was den Umgang beziehungsweise was das Vorhaben oder den Bezug zu diesem Menschen hier angeht, was das zwischen euch beide ist, beziehungsweise woran ihr seid mit diesem Menschen, wie er oder sie euch sieht oder wo ihr steht. Man kann da natürlich sehr, sehr vieles sagen.
Da wollt ihr eine ganz gewisse Klarheit. Ihr wollt hier eine Art, ja, Erkenntnis davon tragen. Und bis ihr diese Erkenntnis nicht bekommt, sozusagen, geht es hier immer wieder auf und ab. Mit dem Tod eine Veränderung. Es kann hier sehr, sehr gut passieren, dass dieses Auf und Ab in ein Auf oder in ein Ab verwandelt wird, es aber dann stetig bleibt, sozusagen. Also man wird hier nicht mehr diese Berg- und Talfahrt erleben, sondern eine gleichbleibende Konstante, die natürlich positiv oder negativ sein kann. Eine Klärung zum Teufel. Interessant. Der Teufel auf den Teufel kommt sehr, sehr selten vor tatsächlich und es ist dann auch eine sehr spezifische Deutungsvariante. Der Teufel, er hat tatsächlich, wenn ich mich recht entsinne, 13 Deutungsvarianten, die meisten davon tatsächlich negativ. Und es kann sich hier um auch eine gewisse Anbindung handeln. Wenn Teufel auf Teufel geklärt ist, kann es hier sehr, sehr gut sein, dass ihr speziell mit einem Steinbock zu tun haben könntet. Das ist nämlich die typische Steinbockkarte. Es kann aber auch sehr, sehr gut sein, dass das hier nicht umsonst doppelt vertreten ist. Nämlich dann geht es wahrscheinlich nicht nur euch so, sondern womöglich auch den betreffenden Menschen, dass nicht nur ihr dieses Auf und Ab mit diesen Menschen erleben müsst, beziehungsweise so interpretiert, womöglich interpretiert es dieser Gegenüber genauso mit euch. Das kann hier sehr, sehr gut dargestellt sein. Eine Klärung zu den Vier der Schwertern. Die Hohepriesterin. Die Hohepriesterin, man spricht hier tatsächlich von einer Geheimniswahrerin, die Geheimniskrämerin, kann man auch dazu sagen. Sie deutet auch teilweise auf Ängste hin, eher auf dunkle Vorahnungen. So müsste man es eigentlich besser ausdrücken. Denn die Hohepriesterin ist eine sehr feinfühlige Energie. Es kann hier sehr, sehr gut sein, dass ihr öfters oder regelmäßig sogar von diesem Menschen hier träumt, von möglicherweise einem Zusammensein im Positiven, vielleicht aber auch von negativen Szenarien. Dann wären das eher hier diese Teufelseinflüsse. Ihr könntet hier träumen, ihr könntet hier auch tagträumen, ihr könntet euch hier auch sozusagen etwas ausdenken oder etwas vorstellen, hier sind wir auch schon wieder beim Zerdenkermodus, dass diese Person mit euch Schluss macht oder dass diese Person euch auslacht oder beleidigt oder verletzt. Das wären dann eher die negativen Gedanken, die eher positiven Gedanken. Die führen hier natürlich dann in eine ganz andere Richtung. Da träumt man vom Zusammensein oder da stellt man sich vor, wie man schöne Dinge erlebt oder ne, wie man essen geht oder Urlaub macht etc. Also was da auch immer die Gedanken sind, sie variieren hier sehr, sehr deutlich von sehr positiv zu sehr negativ. Und das passiert hier immer wieder abwechselnd. Mit der Hohepriesterin auf die Vier der Schwerter. Da will man tatsächlich diese angesprochene Klarheit davon tragen. Wir sehen hier den Mond, wir sehen hier den Stern, es sind zwei Nachtkarten. Hier haben wir gedankliche Klarheit. Hier haben wir die Geheimniskrämerin und hier haben wir strukturierte Gedanken. Das heißt, man will dahinter kommen, was der Plan ist. Man will dahinter kommen, was hat dieser Mensch mit einem vor? Wie steht er zu einem? Was sind seine Ambitionen? Was sind seine Wünsche, seine Träume, seine Anliegen? Und wie stehe ich zu diesen Menschen, beziehungsweise wie steht dieser Mensch zu mir? Darüber sind sich viele von euch noch nicht im Klaren, haben noch keine Klarheit erringen können. Und das ist auch etwas, was euch immer mal wieder in diese Gedankenstürme, das sage ich hier auch sehr, sehr gerne, verfrachten könnte. Eine Klärung zum Pagen der Stäbe. Das ist die Sechs der Stäbe. Das ist der Sieg, das ist der Erfolg, beziehungsweise der Erfolgsdrang und der Siegeswille ist darin dargestellt. Die Sechs der Stäbe auf dem Pagen der Stäbe geklärt, verrät mir, dass viele von euch hier sehr gute Absichten diesen Menschen gegenüber hegen. Ihr wollt hier diesen Menschen definitiv nichts Böses, sogar im Gegenteil. Ihr fühlt euch stärker mit diesen Menschen an eurer Seite. Ihr fühlt euch in seiner oder ihrer Gesellschaft hier sehr wohl, beziehungsweise man kann es auch umgangssprachlich formulieren, ihr kommt super mit diesen Menschen klar. Und ihr habt hier definitiv auch etwas vor. Ihr habt ein Ziel, ihr habt ein Anliegen. Und das würde jetzt tatsächlich hier unten noch diese Karte mir genauer sagen. Man möchte hier ein
bestehendes Problem lösen. Etwas, was vielleicht euch beiden Kummer bereitet, euch beiden Schmerzen bereitet, was euch aber dann auch gemeinsam weiterbringen könnte. Es könnte hier ein für euch beide globales Problem existent sein, an dem ihr euch vielleicht schon seit längerem die Zähne ausbeißt, sozusagen, wo es euch noch nicht gelungen ist, eine Lösung zu finden. Womöglich möchtet ihr hier mit diesem Sieg, mit diesem Erfolgsdrang oder Siegeswille, dass es diesen Menschen hier besser geht in seiner oder ihrer Lage. Womöglich betrifft die Lage aber auch euch beide gleichzeitig. Eine Klärung zu den 8 der Schwerter. Das ist das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals deutet häufig auf Schicksalswege hin, auf Entwicklungen, die euch bevorstehen. Es deutet auf die Zeit hin. Es ist eine ganz klassische Zeitkarte, auch schon alleine mit der Uhr, die hier abgebildet ist, wenn es nicht so spiegeln würde. So sieht man es besser. Auf jeden Fall ist das Rad des Schicksals auf die 8 der Schwerter geklärt. Und das verrät mir, man weiß nicht, was man tun soll. Man weiß nicht, wohin das Ganze führt. Man weiß nicht, was am Ende dieses Weges ist. Man weiß nicht, wie man am besten an ein eigenes Ziel erlangen könnte, beziehungsweise wie man das am besten erreichen kann. Man ist hier recht im Ungewissen, liebe Jungfrauen. Das sieht man nicht nur in der Klärung auf die 8 der Schwerter, der Gedankenkreis, das Zerdenken, diese mentalen Irrgärten, sondern man sieht es auch in der Spiegelung zur Hohepriesterin, die Geheimniskrämerin, die Geheimnisse, beziehungsweise die Nachtkarte. Man tappt hier im Dunkeln oder man fischt im Trüben, könnte man tatsächlich sagen. Und euch ist es noch nicht so ganz klar, wohin der Weg mit euch führt. Oder wenn es konkret auf diesen Menschen hier bezogen ist, dann könnt ihr nicht absehen, wohin es mit diesem Menschen hier geht, in seiner oder ihrer Situation, wohin sich das noch sozusagen emporstreckt, wohin das führt, wohin zu sich das Ganze entwickelt. Euch ist recht unklar, wie die zukünftige Entwicklung ausschaut. Entweder für diesen Menschen im Speziellen, dann ist das scheinbar eine Bezugsperson von euch, die ihr unterstützen möchtet, derer ihr helfen möchtet in seiner oder ihrer Angelegenheit. Wenn es euch aber beide gleichzeitig betrifft, was hier gut der Fall sein kann tatsächlich, dann wisst ihr aber hier dennoch nicht, ob ihr das schafft, ob ihr das realisieren könnt, dieses Problem aus der Welt schaffen könnt, beziehungsweise euch beide durchsetzen könnt gegen den Gegenwind, der euch hier entgegenpusten könnte. Beziehungsweise könnt ihr nicht absehen, wohin euch diese Reise führt. Eine Klärung zum Stern. Das ist wiederum die 4 der Schwerter. Jetzt haben wir hier die 4 Schwerter neben dem Teufel. Wir haben die 4 Schwerter auf den Teufel in der Spiegelung. Wir haben hier Heilung auf Heilung geklärt. Definitiv ist hier eine Problemlösung am Horizont abzusehen. Es ist hier eine Art negative Situation vorherrschend. Ihr befindet euch gerade wahrscheinlich zur Zeit, wenn ihr dieses Reading hier seht. Aber das ist tatsächlich wieder so eine Sache. Die Zeit ist fließend. Es gibt hier, wie ich euch auch schon vorhin erklärt habe, eine Art heiß und kalt, eine Art up and down. Mal läuft es, mal läuft es nicht. Und wenn man das erste Problem gelöst hat, wartet das zweite schon vor der Tür. Das werden sicherlich viele von euch in in dieser Situation, in dieser Dynamik her kennen. Teufel auf 4 Schwerter. Man sucht hier nach einer Komplettlösung. Man sucht hier nach der Tür, durch die man durchgehen könnte, um dieses Auf und Ab hier nicht mehr permanent erleben zu müssen, um ein ganz spezielles Problem zu lösen. Und nicht nur zu lösen, sondern hinter sich zu lassen. Man sucht hier nach einer Solvierung tatsächlich. Wir haben hier hinten Heilung auf Heilung. Gedankliche Klarheit, hier auch Klarheit bzw. Einleuchtung zu sehen. Es spukt euch hier vieles im Kopf herum. Ihr macht euch viele Gedanken über das, was sein könnte. Und häufig, und wahrscheinlich nimmt es hier mehr und mehr die Überhand, driftet ihr bei diesen Gedankenspielen, bei diesem, was sein könnte, mehr und mehr ins Negative ab. Mehr und mehr werdet ihr hier pessimistisch. Mehr und mehr glaubt ihr nicht sozusagen, dass etwas in Zukunft laufen könnte, dass etwas in Zukunft positiv gestaltet werden kann oder dass daraus noch was werden kann, umgangssprachlich formuliert. Ihr, ja, verliert hier mehr und mehr die Zuversicht, mehr und mehr die Hoffnung. Beziehungsweise glaubt ihr immer weniger an eine Solvierung, an eine Klarheit, an
das hier, was die Hauptenergie ist, nämlich dieses Milch und Honig. Die drei der Münzen, die Outcome-Karte, ist nämlich eine ganz klassische Zukunftskarte. Man will hier vorsorgen, man möchte hier definitiv etwas stabilisieren und ist darauf bedacht, dass es auch in Zukunft stabil halten soll. Ganz, ganz klar geht es hier um dieses Auf und Ab. Es geht hier um eine, ja, Unregelmäßigkeit, man kann auch Imbalance dazu sagen. Und diese Imbalance, die möchte man hier ausbalancieren. Man möchte etwas regelmäßig, permanent, könnte man auch sagen, anhaltend gestalten, wenn ihr versteht, was ich meine. Das ist hier ein zukünftiges Anliegen. Man ist hier bedacht auf Schutz, man ist bedacht auf Sicherheit, beziehungsweise eben auch auf Absicherung. Eine Klärung zum Teufel. Die Liebenden. Die Liebenden, die schränkt es hier natürlich jetzt sehr ein, diese Karte. Es wäre jetzt leichter gewesen, wenn die Liebenden gleich in der zweiten Reihe auf den Teufel geklärt gewesen wäre. Hier an dieser Stelle sagt mir die Liebenden aber auch auf den Teufel in der Klärung, auf den Teufel in der Spiegelung, dass es hier liebestechnisches Interesse, liebestechnische Absichten gibt. Es gibt hier euch und diesen Pagen der Stäbe, zu dem sich viele von euch auf eine ganz gewisse Art und Weise hingezogen fühlen. Ihr habt hier, viele von euch wahrscheinlich haben hier schon einen ganz bestimmten Menschen in ihrem Kopf, liebe Jungfrauen, mit dem ihr wahrscheinlich schon viel erlebt habt in der Vergangenheit, vielleicht viele Auf und Abs, vielleicht viel Unregelmäßigkeit. Mal wurdet ihr aufmerksam behandelt, mal wurdet ihr beschenkt, möglicherweise wurden euch Komplimente gemacht. Und dann gibt es Zeitspannen, in denen ihr wie Luft wart, sozusagen, wie weg wart oder entbehrlich wart. Und da nun hier dieser Teufel doppelt vertreten ist und mit den Liebenden geklärt und gespiegelt, sehe ich hier eindeutig, dass hier jemand Probleme mit dem Wort Liebe hat oder Probleme mit der Liebe an sich hat. Und das könntet ihr sein, ich vermute eher, dass es der Gegenüber ist. Hier fühlt sich jemand unfähig zu lieben. Hier traut sich jemand nicht zu lieben, beziehungsweise es kann noch ganz weit hochgehen und sagen, hier kann jemand keine Liebe empfinden. Aber das sind dann ganz spezielle Fälle. Ihr habt es hier mit einem Menschen zu tun, der sich nicht traut, sich auf die Liebe einzulassen. Und das ist natürlich eine spezielle Situation. Aber es ist hier mit der Liebenden, mit den Hohepriesterinnen und mit dem Pagen der Stäbe hier doch sehr deutlich dargestellt. Das Reading, beziehungsweise allgemeine Readings, können natürlich auch vertauschte Rollen beherbergen. Euch könnte es genauso gehen wie diesem Pagen der Stäbe, wie ich es auch gerade erklärt habe. Dann dreht euch natürlich das Ganze um. Aber um eine derartige Situation scheint es mir hier für die meisten von euch zu gehen. Eine Klärung zu den Hohepriesterinnen. Ja, der Teufel wird. Oh, okay. Die Acht der Kelche und der Teufel sind hier rausgekommen. Also wir haben hier tatsächlich jetzt einen Triple Teufel. Das heißt, es ist eine sehr verfahrene Situation. Das ist eine Art Zwickmühle. Das ist etwas, wo man guten Gewissens als eine sehr komplizierte Situation bezeichnen kann. Natürlich ist das ein allgemeines Reading und ich kann jetzt nicht jede einzelne spezifische Situation hier für euch resonierend erkennen, liebe Jungfrauen. Das ist, denke ich, jedem klar. Wenn ihr mir jetzt erklären würdet, liebe Jungfrauen, wie sich diese Dynamik zwischen euch beiden tatsächlich verhält, was die Vorgeschichte ist, wie es dazu kam und was die Umstände sind. Die wenigsten von euch würden es mir innerhalb von einer DIN A4-Seite erklären können, nehme ich an. So verstrickt scheint mir hier diese Situation zu sein. Es gibt hier eine Art Rücktritt, es gibt eine Art, man traut sich nach vorne und macht dann wieder einen Rückzieher. Man wagt sich möglicherweise auf etwas nach vorne, auf neues Gebiet möglicherweise, und dann fühlt man sich unwohl. Dann bekommt man Angst, dann zittern einem die Knie oder es zittern einem die Hände und dann tritt man lieber wieder etwas zurück. Es ist hier wahrscheinlich dieser Mensch am Versuchen, nach vorne zu gehen, aber lässt sich immer wieder zurückfallen. Und das können Anhängsel sein aus seiner oder ihrer Vergangenheit, es können Ängste sein, es kann sogar so etwas wie eine, ja, psychische Krankheit womöglich sein. Das ist auch häufig auf etwas Derartiges zurückzuführen. Aber ich sehe hier wiederum dieses Auf und Ab. Ich sehe mit dem Teufel in der Spiegelung auf die vier Schwerter wieder dieses Auf und Ab. Und ich sehe hier mit den Acht der Kelchen, dass man hier etwas nicht überwunden hat. Und das
scheint mir auf den Gegenüber zu projizieren zu sein. Da hat der Gegenüber noch nicht ganz abschließen können mit gewissen Ängsten, mit gewissen Anhaftungen, mit gewissen Erinnerungen, die in seinem oder ihrem eigenen Leben, so interpretiere ich das für die meisten von euch, eine große tragende, einprägende Rolle gespielt haben. Ich glaube nicht, dass ihr, das habe ich glaube ich schon vorhin gesagt, diesen Menschen schon seit 20 Jahren kennt. Und ich glaube deswegen auch nicht, dass diese Anhaftungen, Traumata, könnte man dazu sagen, tatsächlich, oder Schockzustände, die sich irgendwie eingebrannt haben, dass die mit euch passiert sind und diesen Menschen. Ich glaube, das ist eine Angelegenheit, mit dem dieser Mensch bislang selbst fertig werden musste oder sollte zumindest. Und ihr wollt ihm oder ihr dabei helfen, nicht nur zu seinem oder ihrem Gunsten, sondern zu euer gemeinsamen Gunsten. Eine Klärung zu den Sechs der Stäben. Das ist die Fünf der Stäbe. Das sind Konflikte, das ist Chaos, das sind Streitereien, Meinungsverschiedenheiten oder Kritiken, die hier auf euch zukommen könnten. Es ist mit Sicherheit Fünf Stäbe auf diesem Pagen der Stäbe recht schwierig, mit diesen Menschen einen harmonischen Umgang auf Dauer aufrecht zu erhalten. Und das kann natürlich auf vieles wiederum zurückzuführen sein. Ein ganz klassisches Beispiel wäre hier eine Person mit Borderline-Syndrom oder eine Person mit PTBS oder eine Person mit, weiß ich nicht, anderen Depressionen. Ne? Also es kann hier sehr, sehr gut sein, dass dieser Mensch eine sehr schwierige Person ist. Jemand, den man mit Samthandschuhen anfassen muss. Jemand, wo man ganz vorsichtig sein muss, wie man ihn oder sie behandelt oder was man zu ihm oder ihr sagt, liebe Jungfrauen. Viele Jungfrauen haben dieses ganz klassische Beschützersyndrom und manche von euch haben so eine Art Helfersyndrom. Und es kann hier sehr, sehr gut sein, dass ihr zugunsten diesen Menschen hier agiert, dass ihr ja, es vielleicht sogar als Priorität Nummer 1 sehen könnte, dass es diesem Menschen hier gut geht und dann als Folge oder als Bonus sozusagen, dass es euch beiden gelingen könnte, in eine gemeinsame Zukunft zu gehen. Das ist der Hintergedanke, aber für viele von euch ist das Wohl dieses Menschen im Vordergrund. Diese Milch- und Honig-Energie, die sieht mir hier tatsächlich etwas wie eine Art Sollzustand aus, der realisiert werden soll, der aber in diesem Szenario schwer ist zu erreichen. Man könnte sagen, man träumt hier, man könnte sagen, man will hier etwas beinahe Unmögliches realisieren. Und wenn ihr meine Readings schon länger anseht, liebe Jungfrau, dann werdet ihr wissen, was einer meiner Leitsätze ist. Und der heißt, unmöglich ist schon mal gar nichts. Deswegen unterstütze ich euch auch dabei. Deswegen verstehe ich auch, warum man sehr beharrlich bei der Sache bleiben muss hier. Es wird natürlich Konfusionen geben. Es wird Streitereien geben. Es wird Auseinandersetzungen geben. Aber die werden sich definitiv nicht vermeiden lassen. Das ist gang und gäbe, vor allem wenn es hier um ein Auf und Ab geht. Es ist gang und gäbe, wenn es sich hier um ein globales Problem handelt für euch sowie für euren Gegenüber. Ich sehe es eher vorrangig für euren Gegenüber, aber respektive dann natürlich als Konsequenz auch für euch. Und das scheint mir mit einem Verlassensthema zu tun zu haben, mit einem Mangel, mit einem Verlust möglicherweise. Dieser Mensch könnte seine Mutter verloren haben und könnte seit 5 Jahren hinterher trauern und nicht darüber hinweggekommen sein. Daraus entstehen Verlustängste, daraus entstehen Bindungsängste. Das kann natürlich sehr vielseitig zu interpretieren sein. Bitte bezieht es deswegen auch auf eure persönliche Situation. Eine Klärung zum Rat des Schicksals. Das ist die Drei der Stäbe. Die Drei der Stäbe ist eine Erwartung. Sie spricht auch von der Zuversicht, vom Optimismus, aber es ist auch eine Art Abwarteposition. Eine Abwarteposition ist manchmal tatsächlich ratsam. Ich selbst, liebe Jungfrauen, ich bin auch eine, würde ich von mir behaupten, recht hilfsbereite Person. Ich bin auch sehr zuvorkommend und ich habe auch eine Art Helfersyndrom, aber auch nur für Menschen, die mir wirklich sehr wichtig sind. Also ich gehe jetzt nicht nach außen und speise die Armen oder irgendwie so etwas, ne? Und ich gebe auch nicht jedem Obdachlosen irgendwie 10 Euro, wenn ich ihm auf der Straße begegne. Also so bin ich nicht. Ich bin doch Menschen gegenüber, die mir sehr wichtig sind, sehr zuvorkommend. Würde ich wirklich so von mir behaupten. In dem
dem Falle kann ich mir hier aber auch sehr, sehr gut euer Szenario vorstellen. Und zwar sieht man es hier und hier und hier sehr, sehr deutlich in der Spiegelung, Spiegelung und in der Konjunktion hier. Es ist manchmal anzuraten, einen Menschen ein Stück weit zu begleiten, ihn aber größere Hürden selbst meistern zu lassen. Und nichts anderes ist hier drin tatsächlich dargestellt. Es ist hier in der Spiegelung der Teufel mit den 8 der Kelchen eine Art Verlassensthema, eine Art Verlust bei eurem Gegenüber zu verzeichnen. Kann sehr vielseitig natürlich sein. Dieser Mensch hinterfragt Gott, das Schicksal, das Universum oder die Engel. Er hinterfragt den Sinn des Lebens. Es könnten hier tatsächlich, obwohl ich natürlich vermeide, das auszusprechen, Suizidgedanken seitens dieses Menschen hier gang und gäbe sein. Es könnte hier sehr, sehr gut auch schon ein Versuch gestartet worden sein. In der längeren Vergangenheit sehe ich das aber dann eher nur. Mit dem Rat des Schicksals und dem Pagen der Stäbe ist dieser Mensch so eingestellt: Wie soll es weitergehen? Was soll da noch kommen? Was wartet dann noch auf mich? Wie soll ich jemals wieder glücklich werden? Etc. Das hört sich alles nach Depression tatsächlich an. Und für viele muss das natürlich keine Depression sein. Es können auch Traumata, wie gesagt, sein. Aber ihr seid hier in der unterstützenden Rolle vorrangig, dass es diesem Menschen besser geht. Zweitrangig, dass es für euch beide Möglichkeiten gibt, zusammen zu sein, einen gemeinsamen Weg zu gehen, euch lieben zu können, wie es dieser Mensch womöglich nur manchmal imstande ist. Und das kann, wie schon gesagt, sehr speziell auf eure Situation zu beziehen sein. Worauf ich jetzt hier hinaus wollte, ist, ihr könnt einen Menschen ein Stück weit begleiten. Die großen Hürden muss er oder sie aber selbst gehen tatsächlich. Es nützt dann auf langfristige Sicht, und ihr denkt hier langfristig, liebe Jungfrauen, es nützt einem Menschen tatsächlich, der sich in der Lage wie der Page der Stäbe befindet, nicht so viel, dass man ihn an der Hand führt und dass man ihm sozusagen über jede Hürde drüber hilft. Es nützt einen Menschen langfristig gesehen sehr viel mehr, wenn man ihm zeigt oder sagt, wie kann man diese Hürde überwinden, es ihm oder ihr dann aber selbst tun zu lassen. Deswegen, ich kenne diese Situation sehr, sehr gut tatsächlich, und deswegen kann ich euch auch diesen Ratschlag mit auf den Weg geben. Eine Klärung zu den 4 der Schwertern. Das ist der Ritter der Stäbe. Wir sehen hier eine Entwicklung des Pagens der Stäbe. Wir sehen es auch hier, dass es eine gewisse eine Zeit benötigt, eine Entwicklungszeit, muss ich fast sagen, benötigt, dass dieser Page der Stäbe erwachsen werden muss, sich etablieren muss, sich entfalten muss, sich entwickeln muss ich fast schon sagen. Diesem Menschen hier steht sozusagen ein Entwicklungsschritt bevor, der etwas mit dem Überwinden von seinen oder ihren Problemen zu tun hat. Dabei unterstützt ihr ihn, dabei helft ihr ihm. Wie schon gesagt, bitte drängt diesen Menschen nicht dazu und lasst diesen Menschen auch einen gewissen Freiraum, damit er oder sie tatsächlich lernt zu agieren. Es ist, ja, es ist, wie gesagt, in einem allgemeinen Reading sehr umständlich zu formulieren, auch natürlich auf die persönliche Situation zu beziehen hier. Page der Stäbe, Rat des Schicksals, Ritter der Stäbe. In einem Laufe der Zeit, und das können Tage sein, das können Monate, das können Jahre sein, wird sich dieser Mensch meistern müssen. Dieser Mensch wird über sich hinauswachsen, indem er oder sie wahrscheinlich potenziell etwas auch in der Vergangenheit belässt, mit etwas abschließen kann, lernt, mit einem Schmerz umzugehen. Darum geht es hier vorrangig. Und bei diesem Lernprozess unterstützt ihr diesen Menschen. Ihr könnt aber nicht mit den Fingern schnippen und sagen, du bist jetzt geheilt, du bist jetzt frei, lass uns zusammen sein. Das wird nicht funktionieren. Man wird hier nur mit Geduld weiterkommen, man wird Verständnis weiterkommen, man wird auch mit Aufopferung weiterkommen. Und sämtliche Devisen könnten hier drin von euch angeführt werden. Auf Dauer werden sie praktiziert. Ihr wollt hier natürlich mit dem Hintergedanken, eine schöne gemeinsame Zukunft mit diesen Menschen für euch beide zu kreieren, diesen Menschen auch weiter auf seinem oder ihrem Weg unterstützen. Das ist natürlich ein sehr löbliches Vorgehen. Aber es muss euch klar sein, dass das nicht von heute auf morgen passiert wird. Veränderungen stehen hier an. Man muss hier langfristig denken, man muss absichern denken, zukunftsorientiert denken. Und hier haben wir die 9 der Kelche schließlich. Wunscherfüllung, Erfüllung von Gefühlen, Erfüllung von Bedürfnissen, wie auch eingangs schon erwähnt.
Es kann hier in Bälde zu Teilerfolgen kommen. Es kann hier in Bälde tatsächlich zu dem ein oder anderen Durchbruch folgen, dass ihr einen großen Schritt weiterkommt, nicht nur bei der Lösung dieses Problems hier, bei dem Sprengen der Ketten, könnte man sagen, sondern womöglich kommt ihr beide euch auch tatsächlich auf einer liebestechnischen Ebene näher. Das werde ich hoffentlich unter anderem alles im weiterführenden Reading jetzt in Erfahrung bringen können. Da schaue ich mir natürlich diese drei Karten genauer an, hoffe auch hierüber noch mehr Details herausfinden zu können, Einsichten gewährleisten und auch natürlich potenzielle Prognosen anzustellen, wie das Ganze weitergeht. Liebe Jungfrauen, solltet ihr euch in einem derartigen Szenario befinden, kennt ihr diese Dynamik? Sagt euch das von mir erklärte etwas, beziehungsweise resoniert dieses Reading mit euch? Ihr könnt euch natürlich in dem Fall gerne das weiterführende Reading anschauen. Unten in der Infobox gleich der erste Link würde euch dorthin führen. Es stellt natürlich nach wie vor kein Muss dar. Ich wünsche euch unabhängig von diesem Reading einen schönen November, liebe Jungfrauen. Bleibt vor allem gesund und stabil. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.